Mein Filmtipp ist Desert Haze von Sophie Binot. Ein Film über die amerikanische Wüste. In the beginning, there was nothing. That is the story, anyway. Die Regisseurin Sophie Binot erzählt raffiniert und in sich stimmig von dem Scheideweg, an dem Amerika steht. Also Gegenwart, Vergangenheit, Wirklichkeit und Mythos. Und das hat mich ganz besonders interessiert. A lot of people say this is a desert, but it's full of life. It's not empty. And that's one thing my grandmothers always used to say. You're never alone when you're out there. Der Film hat mir persönlich so gut gefallen, weil er wunderschön fotografiert ist. Es gibt ganz, ganz tolle Plansequenzen. Es sind ruhige Fahrten, ruhige Einstellungen. Und die Regisseurin schafft es ganz eindringlich und ruhig, eine sehr facettenreiche Geschichte zu erzählen über das Leben in der Wüste. Ich bin Marin Willkomm, ich bin die Festivalfotografin und Bildredaktion und bin im Auswahl beim Dogfest.